Herzlich willkommen zu VfL Garching TV, 8. Spieltag, Bayernliga, VfL Garching, TSV Bogen, Endstand 4:2. Zu Gast heute Dennis Niebauer, Kapitän und zweifacher Torschütze heute. Dennis, 1-0 zurückgelegen früh, nach 3 Minuten noch ein Freistoß, dann auch noch eine rote Karte, aber trotzdem ins Spiel zurückgefunden und das dann noch gedreht in der zweiten Halbzeit. Ja, war brutal wichtig. Also wir haben in der ersten Halbzeit gar nicht wirklich ins Spiel gefunden, haben die Zweikämpfe nicht angenommen und eigentlich so richtig ins Spiel gekommen sind wir erst mit der roten Karte. Sind Emotionen hochgekommen und ja, die war schon berechtigt, war schon ein derbes Foul an der Mittellinie, total unnötig. Aber nachdem es passiert ist, haben endlich die Zweikämpfe angenommen und ja, wie gesagt, haben uns eine Chance rausgespielt und gleich nach der Halbzeit gleich das 1-1 gemacht und ja, der Bogen ist gar nicht mehr richtig rausgekommen, trotz Einmann Überzahl und letzten Endes haben wir durch den Kampf und auch durch den Willen das Spiel gewonnen und dementsprechend auch verdient. Also. Wie du gesagt hast, Bogen kam kaum vor das Tor, 2 Standards, einmal der Elfmeter, einmal der Freistoß, klar. Geiles Ding. Geiles Teil, ja, muss man so sagen. Wie schaut es dann nächste Woche aus? Nächste Woche, wen haben wir da nochmal vor der Brust? Erstmal unter der Woche Pokal, Falkenmarkt Schwaben. Ja, das ist ja Pokal. Der ist ja für 2015, 2016 oder so viel ich weiß. Ne? Ja. Das ist noch so weit hin. Also. Aber ja, das nehmen wir natürlich auch an. Da dürfen man dann die Spieler ran, die jetzt zurzeit weniger spielen, Spielpraxis sammeln. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir eine Runde weiterkommen. Weil dann ja mal im Toto-Pokal wirklich dann in der ersten Hauptrunde zu stehen, ist auch mal cool. Haben wir selber miterlebt gegen Wacker Burghausen. Aber ja, das dürfen dann die Jungs machen. Aber worauf wir eigentlich jetzt alle blicken, ist das Wochenende dann. Auswärts gegen Unterföhring, das erste Isar-Derby. Ah, genau. Ich glaube, ganz Garching und der ganze Münchner Norden fiebert auf das Duell hin. Wie geht man da dann auf im Derby? Ja, in erster Linie war heute mal das Spiel wichtig und das haben wir gewonnen. Was jetzt dann nächste Woche ist, darauf werden wir die Woche hinarbeiten. Sicherlich brisantes Derby, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir müssen natürlich auch ein bisschen was aufbessern. Wir wissen, viele Spieler von uns wissen, dass wir gegen Unterföhring pflichtspielmäßig relativ wenig geholt haben. Aber ich denke, dass die Karten neu gemischt werden. Das Spiel ist 90 Minuten lang, da ist alles drin. Und ja, also momentan, gerade durch den moralischen Sieg heute, glaube ich, haben wir einen gewissen Vorteil. Danke für das. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg und viel Glück für die Wochen, für die nächsten. Und auf jeden Fall ein 3 Unterföhring, ja? Danke.